Kein Problem, ich habe ja hier, Moment, wo ist es da? Dann nimmt der Schaden, wenn der Zauber wirkt. Easy. So, hier. Ja, natürlich sicher praktisch mich selbst. Also. Das ist schon cool. Ich stelle fest, Messmer ist eine gute Klasse. So, muss ich mir irgendwann noch zwei Plätze kaufen, um Paragon und Ritualist spielen zu können und dann alles bestens. Ich muss einfach nur ein paar Millionen mit meinem Spiel verdienen, dann habe ich auch die Zeit dafür. Schon alles durchgeplant. Davon träumen so viele. Ah, jetzt war es wieder. Ups, okay. Sequenz, guck mal, das schon anschauen an. Oder ja, schon. Springen. Was? Also ich guck das an. Okay. Ja, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ist das jetzt nicht eh das, wo wir zurücklaufen müssen? Dann? Ja, jetzt müssen wir gleich wegrennen. Er kann echt toll knurren. Zurück zum Ball. Ja, sag ich doch. Hört doch auf mich, was ich sage. Ich weiß doch. Dabei kann ich noch nicht laufen. Hast du auch immer eine Aushilfe parat, oder? Nein, da stehst du. Wir haben auch nur so Level 8 oder so, also wie gesagt. So, ja, jetzt haben wir. Welche Richtung? Ich wusste doch, es ist. Nicht in die Richtung der roten Punkte. Rote Punkte ist schlecht. Wobei, die haben nur Level 8, also. Oder Level also 6 auch nur, das ist. Ja, wie gesagt, wenn man da mit einer Level 20er Gruppe reingeht, dann kann man die auch alle killen. Ich glaube, das haben wir sogar mal gemacht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das habe ich gemacht für 100% Karten erkunden, weil da hinten doch so ein Fleck war, glaube ich, irgendwie. Ah. Du sollst am besten nicht kämpfen, sondern einfach weiterhauen. Genau. Das passt schon, das ist eh nur so Level 4. Die ganze Gruppe, die Mission, ja. Ist ja mehr so ein entspanntes Joggen, was wir hier machen und nicht rennen, aber. Ja. Ja, aber wenn du das erste Mal machst, erstens der Zeitdruck und dann weißt nicht, was wirklich passiert, dann hast du da ganz ein anderes Gefühl. Unserem Peitschenverschlinger angenagt. Also ich habe das ja schon beim ersten Mal total, also. Es lief sehr gut beim ersten Mal, bin ich mir sehr sicher, das alles. Na, ich weiß noch, beim ersten Mal hat es bei uns, glaube ich, nicht geklappt. Das ich weiß es nicht mehr so genau. Sie kommen von beiden Seiten, sie sind uns auf den Fersen. Ja, aber es ist gar kein Problem, weil wir informieren den einfach und dann wird alles gut. So knapp, wie die hinter uns her sind. So funktioniert das doch, oder? Und naja, irgendein Tier wird dir jetzt gleich blocken hinter uns. Ja. Jetzt leckt es nochmal ordentlich, dann bleiben wir alle vorm Tor seitlich stehen und dann werden wir einfach. Wo ist man jetzt eigentlich hin? Ja, da hoch zu dem Hauptmann. Ah ja, durch das Tor durch. Karl-Heinz, keine Ahnung. Die anderen stehen alle noch so entspannt da und tun nichts. Ich würde gleich sterben. Es sind nur Chars, die uns überrennen. Jetzt entspann dich mal so ein bisschen. So, easy, glaube ich. Ha. Ihr seid zurück. Sehr gut. Neues, yes. Neues von den Char. Also die Grafik ist teilweise wirklich schon jetzt etwas sehr altbacken. Die Grafik ist noch nicht mal das Schlimme, dieses habt ihr Neuigkeiten? Gibt's Neuigkeiten? Hier läuft schon die ganze Armee auf und ihr so, ja, also ist irgendwas passiert hier? Es sind zu viele, wir können sie nicht aufhalten. Mir fällt gerade auf, die Wand ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Stimmt. Zeit zum Rückzug, na jetzt. Und den anderen lasst er sterben. Ja, das Tor lassen wir auch offen. Damit auch alle durchkommen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die Sequenzen stellenweise so schlimm waren.
Aber okay. Ich auch nicht. Ach, zwei Schwerter. Was soll man mehr? Ja, easy. Schon ein, was war das, 25. zum Titel geschafft. Easy. Ah, Thyria Kundertil? Nee, Beschützer von Thyria 1 von 25. Ja, easy. Und jetzt sind wir in Vordranik, ne? Ist das Vordranik? Ah, es ist Vordranik. Ich weiß es nicht, na, dabei geht es noch nicht weiter irgendwie, oder? Was? Also, ich hab noch kein neues Quest, oder? Ja, das ist jetzt die nächste Mission. Vordranik musst du halt die Mission machen. Das ist auch eine Mission. Oder wir könnten mal die ganzen anderen Quests abschließen. Aber ich hab in Vordranik noch keine Mission gekriegt. Ja, du bist ja auch nicht Gruppenleiter. Deswegen kannst du die nicht betreten. Oder? Ich kann jetzt hier klicken und dann können wir die starten. Ich muss erstmal zu meiner Kiste. Ja, jetzt haben wir zuerst nochmal verkaufen. Meine Kiste ist brechend voll. Ich habe gesehen, in meiner Kiste ist noch Identifikationszeug. Ich weiß nicht warum, aber. Ich identifiziere das gar nicht mehr. Ich verkaufe das einfach. Das bringt extra Geld. Vielleicht. Du, ich habe 160 Platin in meiner Kiste. Also ich habe auch 134. Ich hatte noch mehr, aber ich habe mal was für Skills ausgegeben letztes nochmal für meine anderen Charaktere, weil ich weiß nicht warum. Es sollte jedenfalls reichen. Das so, Sammelpunkt der Char habe ich abgeschlossen, dann habe ich noch diverse Missionen in Alt-Askalon, die ich vom Pikenplatz bekommen habe. Dann noch Tiefland von Diessa, das ist ein bisschen weiter weg, Bresche, Regent. Tiefland von Diessa. Ja, das kommt nach der Bresche noch. Und ich habe hier auch noch eins im Regentental. Also ich habe noch ein paar in Alt-Astron. Ah ja, Regentental, ja. Dieser Tür im roten Umhang. Ja, genau. Das brauche ich auch. Genau, das brauche ich ja. Ich weiß nicht, wie lange ihr heute machen wollt. Dieser Tür im roten Umhang. Ah, okay. Hast du das? Ja. Können wir uns darauf einigen, dies zu tun? Ja, auch. Einstimmig angenommen. Wie lange wollt ihr überhaupt machen? Ah, du, jetzt lang möchte ich jetzt nicht mehr. Oh, da ist auch noch jemand mit einem Quest. Ja, da steht jemand. Und schon sind wir bei einem anderen Quest. Quest. Gucken wir mal, was ist das denn? Das ist da am Eingang und... Oh, das ist beides am selben Platz, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, na dann. Glaube ich. Also ja, dann hin. Gut. Kommen schon wieder diese blöden Charter. Ich finde so spät, oder? Ach so, weil ich... Wegen dem neuen Vermieter, ja. Hast du das überhaupt mitbekommen, als ich das erzählt habe? Ich hab das mitgekriegt, dass die jetzt gefragt haben, ob du überhaupt da wohnst in der... Ja, mein alter Vermieter hat das Haus verkauft und der neue Vermieter hat so ein bisschen Chaos am Laufen, hat das jetzt übergeben an jemand anderes zum Verwalten und irgendwas stimmt da scheinbar mit deren Akten nicht und die waren jetzt mal da heute und haben gefragt, ob ich hier wohne und wie mein Mietvertrag aussieht. Den bräuchten sie, um das hier zu verwalten. Weil irgendwie ist der wohl abhanden gekommen, keine Ahnung. Sehr interessant. Ja, vorne bei dir ist auch die Vermieterin jetzt da gewesen und wollte mehr Geld haben, oder? Also mein ehemaliger Vermieter hat mir noch Geld zurückgegeben dieses Jahr. Weil ich so sparsam war. Müsst man wegen mir sparen, hallo? Ja, dafür ist die Stromrechnung wahrscheinlich um etliches höher, wenn der Rechner 24 Stunden läuft. Ja, ganz so viel läuft ja nicht, aber läuft schon viel. Und wird wahrscheinlich noch mehr laufen, wenn ich... Ist... Ja. Muss so einiges programmiert werden. Erstmal ein Spiel machen, habe ich mir gedacht. Gute Idee. Was soll schon schief gehen? Naja. Es gibt genug, die das machen.
Ich hab mir da schon auch bei Steam kriegst du immer wieder so Ein-Mann-Projekte, da fragst du ja echt immer wieder, wie die das machen. Also ich habe mir das letzte Mal dieses Männerlords da angeschaut, das ist auch nur von einem gemacht, also das ist echt Wahnsinn, was da die Leute manchmal reinstecken. Also, links oder rechts rum? Also ich glaube, das in meinen Augen immer noch beeindruckendste ist Stardew Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sagt mir irgendwas. Nee. Das ist so ein Harvest Moon-artiges Spiel. Und das hat auch einer alleine entwickelt in 4 Jahren. Und das ist schon extrem, was da alles drin ist. Ja, ja. Kann ich also das Manelot, das kommt erst raus. Das ist ja so siedlermäßig, das habe ich auch gespielt im Mittelalter und das ist echt cool gemacht, also echt Wahnsinn. Kann man übrigens auch im Multiplayer spielen, Stardew Valley. Ich weiß nicht, wie gut es da ist, aber kann ich empfehlen, das Spiel. Ja, also ich spiele sowieso lieber Multiplayer-Sachen, also ich weiß nicht, das alleine spielen, das macht mir keinen Spaß mehr. Aber es gibt halt wenige, was du wirklich zu mehr spielen kannst. Also ja, die sind halt auch nicht so rentabel, sag ich mal. Also ja, du, bei Overwatch ist jetzt die große Diskussion, die haben jetzt das Free-to-Play gemacht und dafür aber einen Shop nein, wo du für einen Skin dann 20 Euro zahlen sollst, weißt du? Also ja, das wird noch viel mehr kommen in der Zukunft, denke ich mal, wenn man sieht, was da einige an Spiele für Geld machen. Ja, aber ich zahle keine 20 Euro nur für das Aussehen von der Spielfigur, also da muss ich echt sagen, das ist... Mitten oder oben rum? Ich würde sagen oben eher, oder? Ich bin auch oben rum gegangen, ja. Gut. Hilfe, ich werde verfolgt. Nur dein Tier. Nee, das ist so eine Lady da. Merkwürdige Frauen. Das Glantur habe ich keinen Schlüssel. Jetzt sind wir ab drum. Warte mal, ich bin noch nicht da. Mit diese Krieger, die hinterherlaufen. Ja, wenn sie euch anders entscheidet, als was ich vorgehe. Nennt sich Demokratie, lebt damit. Krieger kennen keine Demokratie. Gibt's das bei euch schon da unten in Bayern? Demokratie? Ah, das ist eine Truhe, dann könnte ich mal meinen Schlüssel verwenden. Hast du den Schlüssel gekauft oder den gefunden? Nee, gefunden. Also. Kaufen lohnt sich hier Schlüssel nicht. Schlüssel benutzen, eine Erdschriftrolle, ganz wobei, toll. Wobei, nee, Moment, es gab da mal eine Auflistung, wenn man... Moment, hier geht's nicht weiter. Ist die Truhe, oder? Dann gehen wir jetzt doch, also unten, hier unten, oder? Also hier geht's oben nicht weiter, es sei denn, wir aber gehen hier geht's runter. Lang. Was? Ich würde dann runtergehen. Ach da, okay. Das sage ich doch gleich, dass es unten ist. Aber der Krieger wollte ja wieder oben rumgehen. Schlimm. Naja. Also ich weiß, dass man, irgendwann habe ich mal eine Tabelle gesehen, ab wie viel von diesem Glückstitel bekommt man irgendwie einen Bonus auf Dietriche und ab wann lohnt es sich, Dietriche zu kaufen statt ja, Schlüssel. Ja, stimmt, da gab es irgendwie was. Das habe ich gemacht, als ich mal Truhen öffnen wollte, aber... Naja. Ich habe sehr viele geöffnet, aber irgendwann... Aber ich habe mal aufgehört, weil... Gibt es so ein paar Archiven, wenn es die Errungenschaften, Titel sind so ein bisschen ätzend. Oh. Vor allem, weil das ja noch nicht accountgebunden alles ist, sondern. Ja. Ah, da hinten stehen Leute, ich glaube, da müssen wir hin. Ja. Aber bist du nicht aus Bayern gewesen, oder? Was? Nee, ich komme aus Franken. Du kommst. Ja. Ich habe mit euch Bayern nichts zu tun, also da muss ich dir widersprechen, ich habe mit euch gar nichts zu tun. Wir haben mal Schulausflug nach Bayern gemacht, das ist richtig, aber das ist schon eine Weile her.
Und das hat nicht zur Völkerverständigung beigetragen, anscheinend. Der Schulausflug. Nee, wir hatten ja fränkische Lehrer, die haben das verhindert. Also ich bin mal glaubt, Franken gehört zu Bayern. Nee, nee. Ja, als Österreicher ist man da nicht so mit bayerischer Geografie. Österreich ist auch noch Südbayern. Ne? Also alles zu Bayern. Franken. Ja, ich würde sagen, wir machen Franken eigenes eigenes Bundesland und dann schließen wir einfach Österreich an Bayern an. Das merkt eh keiner. Dahinter geht's, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie so. Ich musste da hochlaufen, damit es weitergeht. Jetzt muss ich wieder nach Fort Ranik. Was? Ansonsten. Moment, da ist doch der kleine Thorn, da wo der Kadaver ist. Ach, das andere Quest war ja noch. Wie heißt das andere? Deserteur im roten Umhang ist das hier und dann. Genau. Da musst du aber auch, da müssen wir zum Pikenplatz. Habe ich jetzt sonst noch irgendwas? Ich guck mal kurz. Nein. Also Alt-Askalon, Pikenplatz, Resche, Iflam. Ich bin dafür, dass wir alle mal Ristiken machen. War das Ristiken? Alt-Askalon, Diessa. Dann kommen wir, glaube ich, wenn wir das alle machen, wieder zurück zum. Was wollt ihr jetzt? Die Belagerung des Pikenplatzes oder was wollt ihr machen? Die Tochter des Herzogs? Ne. Ich wäre erstmal dafür, dass wir die Quests abgeben, die zwei, die wir gerade gemacht haben. Ja, ich würde nach Fort Ranik und danach zum Pikenplatz reisen, oder? Bin ich auch dafür. Macht mal. Muss jetzt getrennt reisen, oder? Nee, macht einfach mal das hier als Befehl. Also mir ist es schlecht davor. Das müsste nun mal. Gib mal alle auf. Es ist vorbei. Da müssten wir jetzt nicht nochmal was sehen. Perfekt. Da haben wir doch hier. Quest abgeben. Da kommen wir einen langen Bogen. Ja. Applaus, Applaus. Wo ist der zweite? Das war Pikenplatz. Alt-Askalon war wieder. Ja, da habe ich auch noch einige. Also es ist wieder der Bug, wo sie die Truhe treten. Ja, ich hab's ja auch gerade gedacht. Habe ich auch schon gesehen. Ist großartig. Ich liebe ihn. Das ist echt lustig. Yeah, ich hab gelevelt. Was habe ich denn jetzt noch? Ich hab den Sammelpunkt der Char. Achso, das ist dieser Nente da. Ja. Vielleicht wäre es sinnvoll, noch mal in Alt-Askalon rumzulaufen, weil da haben wir scheinbar alle noch viele Quests. Ich weiß aber nicht, wie lange ihr heute noch machen wollt. Ja, nicht mehr so lange, aber... Ja, ich müsste sehen, der Saat noch abgeben. Erst soll man die Belagerung des Pickenplatz noch machen, weil das ist ja gerade hier ums Eck. Ach so, stimmt. Ist das hier gleich? Ja, da gehst nur hinaus und dann musst du irgendwelche Wellen ab. Wären. Okay, Power Defense, verstehe. Ich verstehe. Ach, da haben wir gleich jemanden stehen. Ne, das ist scharfe Stärkung. Egal. Den brauche ich nicht. Ist schon wieder so ein Waldi-Ding oder was? Ja. Das braucht doch jeder. Jeder hier ist Waldläufer. Okay, ich nehme einfach mal hier irgendeinen Krieger. Ich muss Schnellwirkung irgendwann noch skillen, damit ich das schneller rausbekomme mit Zaubern. Jetzt habe ich natürlich keine einfache Rücken mehr. Also ich glaube, da ist irgendein Boss dabei. Ja, ich sehe ihn schon. Vielleicht die Streich, aber ich glaube, wir müssen alle töten, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt kommt gleich mal. Jetzt kommen eh alle. Ja, passt schon. Ich hab den Boss auf mir, das ist ein Level 10. Ja, du bist doch Level 9, passt doch. So beschwert ist es so einfach. Ja. Aber der hat Siegel der Heilung.
Ah, hier, ich baller ein bisschen Zauber drauf, dann. Ich warte mal, das zählt nicht als Zauber, ne? Scheiße. Er blutet ja eh schon, blöd, aber. Ja, hier so ein Moralschub. Passt schon so, jetzt wieder rein. Das war's schon. Ich nehm's an. Da ist der Herzog, hallo. Natürlich noch eine Quest. Hammer und Amboss. Ja, Müll verkaufen gehen. Weil ich habe jetzt wieder Platz. Ne? Nach dem Tutorial hat man ja Platz. Wo war denn jetzt hier vielleicht wieder der Kaufmann? Hier hinten. Du kannst auch im Menü anschalten, dass man die Namen die ganze Zeit sieht. Oder mit Alt oder Steuerung oder das Alt. Entweder im Menü dauerhaft einschalten oder Einstellungen oder einfach Alt gedrückt halten. Ich empfehle dauerhaft anschalten, das ist weniger nervig. Renderer DirectX. Stimmt, das Spiel kann man noch mit DirectX 8 spielen, ne? Oh Gott. Wo ist denn Hammer und Amboss? Auch irgendwo in der Bresche, wahrscheinlich weiter weg. So, ihr wollt Schluss machen? Ja, ich denke, wir werden langsam Schluss machen. Die Woche ich denke auch. Ja, ich muss noch packen irgendwie. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Denke ja, mal. Ja, das war nett. Ich stelle gerade fest, die Rüstungen, die man hier herstellen kann, sind schlechter als die, wo man Sammler bekommt. Interessant. Ja, doch, also. Es war etwas unkoordiniert für meinen Geschmack, also normalerweise bevorzuge ich ja enorme Orten. Aber sonst. Mit dem muss leben. Ich leugne einfach, dass ich euch kenne, das passt schon. Nee, das einfach macht Spaß, so die Leute wieder mal zu treffen und. Wie gesagt, falls ich mal in Kassel bin, dann wäre ich mir auf jeden Fall melden vorher. Und das können wir jetzt schauen. Also die nächsten Tage werden wir eher das Halloween-Event da in Overwatch spielen, aber nächsten Freitag vielleicht, dass wir es nochmal machen. Ja, sag Bescheid. Ich sollte es hoffentlich nicht bekommen. Genau, ja. Werden wir schon hin. Muss ich halt alleine spielen. Statt 2 Stunden mit euch, dann halt 10 Minuten alleine, das ist halt auch in Ordnung. Ich bin nicht sicher, ob das ein Witz ist oder nicht, aber. Du, wir sind es gewohnt, das ist ganz normal. Ja. Okay, Doc. Alles klar. Ich mach was. Gut. Gut, gut. Bis die Tage dann, nehme ich an. Bis ja, dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.